Heute geht es um Sneaker, besser gesagt um Sneaker-Regeln und zwar um die Dinge, die ihr beachten solltet, wenn ihr gerne Sneaker tragt. Leute, ihr wisst ja, Sneaker gönnen die Freizeit, sind Freizeitschuhe und in der Freizeit trägt man seine Kleidung gerne locker und lässig. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man Sneaker trägt. Das sind einfach so ein paar Dinge, die ich im Laufe der Zeit einfach so für mich entwickelt habe und deshalb möchte ich die jetzt an dieser Stelle gerne mit euch teilen. Erstens, trage niemals Sneaker ohne Socken. Ich habe das hin und wieder mal gemacht, aber wenn ihr Sneaker ohne Socken tragt, Leute, das kann einfach nur nach hinten losgehen. Gerade zum Beispiel bei Shootings für Online-Shops musste ich oftmals schnell Sneaker wechseln und dann hast du einfach keine Socken angehabt, weil du auch durchgehend diesen ohne Sockenlook irgendwie machen musstest. Aber wenn du keine Socken anhast, das kann tatsächlich nur nach hinten losgehen, denn deine Füße fangen schneller an zu schwitzen, es kann unter Umständen wehtun, du bekommst schneller Blasen. Also Leute, auf jeden Fall Sneaker mit Socken tragen. Wenn du den ohne Sockenlook rocken willst, dann nutz einfach Invisible Socks. Die sieht man nicht, einfach anziehen und am Ende des Tages läufst du damit wesentlich besser, als wenn du Picobello Blanco in deinen Sneaker reinschlüpfst. Du kannst deiner Fantasie natürlich auch vollkommen freien Lauf lassen und Socken anziehen mit Pommes, Hamburgern, Avocado oder einfach nur Punkten passend zu deinem Outfit. Am Ende des Tages solltest du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass Socken im Winter Wärme spenden und im Sommer einfach den Schweiß abfangen und dann verteilen sich nicht deine ganzen Bakterien in deinen Sneaker. Denn deine Socken wechselst du ja hoffentlich täglich, deine Sneaker eben nicht. Von daher ist es echt wichtig, dass du Socken trägst, denn ansonsten ist es so, dass die Sneaker nachher voller Bakterien sind, der Schweiß sammelt sich da und mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Sneaker dann am Ende des Tages nicht mehr gut riechen. Zweitens, auf jeden Fall eine Vielfalt an Sneakern besitzen. Nicht nur ein paar besitzen, sondern besitz einfach mehrere Sneaker. Bevor du dir ein paar Sneaker kaufst und da dein ganzes Geld drin investierst, empfehle ich dir einfach, verschiedene Sneaker zu kaufen, die vom Preis her einfach normal angesiedelt sind. Meine Empfehlung, auch nicht immer das gleiche Modell zu wählen, sondern einfach verschiedene Sneaker auszuprobieren und verschiedene Sneaker zu kaufen, vom Style her, von der Farbe her, damit ihr das dementsprechend auch auf eure Outfits anpassen könnt. Außerdem ist es nicht nur gut für den Style, wenn du verschiedene Sneaker hast, sondern auch gut für deine Gesundheit. Denn Orthopäden und Sportärzte raten nämlich, verschiedene Schuhe anzuziehen, damit deine Bänder und deine Füße nicht immer gleichmäßig belastet sind. Denn das kann am Ende des Tages möglicherweise zu Gehschäden oder Schmerzen führen. By the way, wenn du dich grundsätzlich ein bisschen mehr interessierst für das Thema Outfits und Styling, dann check auf jeden Fall mal das E-Book, den Men's Style Guide aus. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling und es gibt dir einfach so ein paar grundlegende Guidelines mit an die Hand. Gerade dann, wenn du dich in dem Thema noch nicht so sicher fühlst, solltest du es einfach mal runterladen und mit dem Gutscheincode DanielKorte20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Drittens, Marken miteinander kombinieren. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man keine Marken miteinander kombinieren kann, aber wenn du zum Beispiel Sneaker hast von Adidas mit einem schönen fetten Adidas-Logo drauf und dann ziehst du schöne Nike-Socken an mit einem fetten Nike-Logo drauf, das passt irgendwie nicht, meiner Meinung nach. Von daher würde ich keine konkurrierenden Marken miteinander kombinieren, gerade dann nicht, wenn die Logos oder das Branding fett zu sehen ist. Ich habe es damals schon beim Fußball gehasst, wenn zum Beispiel der Fußballverein Trikotsponsor X hatte, als Fußballschuhe hattest du die Brand Y und das hat irgendwie gar nicht zusammengepasst. Hand hochheben, wer das gleiche Problem kennt und das auch gar nicht cool findet. Denn wenn du zum Beispiel Porsche-Fahrer bist, ja, dann nimmst du auch keinen Schlüsselanhänger von einem Mercedes oder von einem Audi an deinen Schlüsselbund dran, sondern hast dementsprechend auch einen Porsche-Anhänger zu deinem passenden Porsche, den du fährst, oder? Viertens, solltest du auf jeden Fall auch deine Proportion beachten. Wenn du zum Beispiel einen etwas klobigeren Sneaker hast, wie zum Beispiel den Air Force One, den würdest du ja niemals mit einer richtig engen Skinny Jeans stylen. Denn das Ganze sieht dann am Ende des Tages einfach nur zu groß aus. Also der Schuh sieht zu groß zu der Hose aus. Also es muss schon zusammen irgendwie passen. Also du solltest auf jeden Fall darauf achten, was du für Klamotten anziehst zum Sneaker. Andersrum nämlich genauso. Wenn du zum Beispiel einen sehr eleganten, schmalen, sportlichen Sneaker trägst aus Leder, würdest du zum Beispiel auch keine Baggy Jeans dazu anziehen, oder? Also Leute, immer dran denken, am Ende des Tages muss das Ganze immer zusammenpassen. Also du solltest auf jeden Fall auch den Overall-Look betrachten und nicht nur gesondert punktuell den Sneaker. Denn wenn du nämlich einen sehr, sehr klobigen Sneaker mit einer sehr, sehr engen Skinny Jeans anziehst, das kann unter Umständen nicht ganz so harmonisch aussehen. Also solltest du das dementsprechend hier hinten irgendwo abspeichern. Last but not least, Leute, Sneaker funktionieren auch mit Anzügen. Auch wenn andere Leute sagen, das geht gar nicht, du kannst doch nicht einen Anzug mit einem Sneaker zu kombinieren. Doch Leute, das geht. Du solltest zwar auch hier vielleicht keine mega klobigen Sneaker anziehen, sondern einfach sportlich elegante Sneaker, aber am Ende des Tages funktioniert das definitiv und zwar sogar sehr gut. Wichtig ist nur, wenn du Sneaker mit einem Anzug kombinierst, dann sollten die Sneaker auf jeden Fall sauber sein. Denn die Sneaker sind schon in Anführungsstrichen ein Downgrade zum Anzug und wenn sie noch dreckig sind, dann ist ein absolutes No-Go. Heißt, wenn du Sneaker zu Anzügen trägst, dann dementsprechend wirklich sportlich elegante und natürlich auch saubere Sneaker. Und das Ganze funktioniert
top. Wenn du auf diese Kombination sportlicher Sneaker und sportlicher Anzug zurückgreifst, dann solltest du auf jeden Fall einen sportlichen Anzug wählen, der ein bisschen sportlicher geschnitten ist, ganz schön viel sportlich heute. Damit meine ich, dass die Anzugshose nicht aufliegt, sondern einfach ein bisschen höher geschnitten ist, damit das Ganze auch am Ende des Tages zusammenpasst. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Sneaker-Tipps ein bisschen weiterhelfen. Ich verlinke euch auch ein paar coole Sneaker unten in der Infobox, könnt ihr mal reinschauen. Wie gesagt, ich bin kein Sneaker-Guru, aber diese Dinge helfen mir einfach, wenn ich meine Sneaker kombiniere. Wenn ihr das im Hinterkopf hast, dann bist du auf jeden Fall good to go. Also Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal.